Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und heute ist Freitag, der 14.08.2015, 18.48 Uhr ganz genau. Nein, wir wollen nicht wieder über die S&P-Seitwärtsphase sprechen, aber der S&P zeigt eindrucksvoll, dass der Markt heute sich eigentlich nicht mehr bewegte. Also absolut völliger Stillstand. Für Daytrader ja also tatsächlich die Qual. Wir hatten ganze 10 Punkte oder 8 Punkte Volatilität heute im S&P. Nicht mal den Ansatz einer Bewegung. Ich bin darauf gespannt, was letztendlich heute wieder als Begründungen genannt werden, warum der DAX sich jetzt nicht oder bewegte. Das war eine relativ klare Geschichte. Wir müssen sagen, der Markt war schlichtweg ausgetrocknet. Auch der Forex-Markt, das sieht man hier deutlich. Klar gab es einige Tendenzen, aber eine der stärksten Bewegungen war OutNZD mit 0,7% und der schwächste war minus 0,5%. Alles in allem verblieben nahezu 80% der Währungspaare hier vorgestellt. Unter 50 Pips in der Veränderung. Also das ist ja schon relativ krass, das muss man sagen. Das ist heftig. Da war schlichtweg eigentlich kaum was vorhanden. Keine Veränderung im S&P 500. Das war volatilitätstechnisch ein Trauerspiel. Da war nicht viel zu holen. Auch der Dow Jones, da hatten wir eine Long-Prognose. Tja, wenn sich der Markt nicht bewegt, wird schwierig, sage ich mal. Wer weiß, vielleicht wird auch einfach der Börsenhandel eingestellt, weil man sich sagt, komm, macht eh keinen Sinn mehr mit dem ganzen Kapitalismus. Nein, natürlich nicht, aber die Sommermonate hinterlassen letztendlich hier ihre Spuren. Wenn überhaupt, wäre der Ausbruch relevant gewesen, 17.493, dann hätte man long traden können bis 17.580 oder 17.632. So bleibt nicht viel übrig, so müssen wir warten auf Sonntagnacht, Sonntagmorgen. Montagmorgen, um letztendlich da die neuen Tendenzen abzufangen, weil so ist das zu wenig und da müssen wir ganz klar sagen, da verweisen wir auf Montag. Wenn sich nichts bewegt, dann wird auch schwierig, da ein Video zu machen, zumindest was die Aktienindizes angeht, weil keine Bewegung, keine neuen Aussagen. Das zu diesem Thema. Der DAX ebenso ein Trauerspiel. Also das war für alle Daytrader, die das im Vorfeld gut erkannt hatten, hier sicherlich sinnvoll, da die Zeit mit anderen Dingen sich zu beschäftigen, denn auch der DAX, da fehlten völlig die Impulse. Wir können die ganze Sache zusammenfassen, der heutigen Woche, der aktuell laufenden Woche. China überrascht, schürt Panik, DAX bricht 700 Punkte ein. Seitdem Stillstand. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. 2, 3 Sätze. Damit kann man die Situation zusammenfassen. Nächste Woche wird vor allem natürlich hier die 10.887er Marke eine Rolle spielen. Also das jetzige Wochentief. Bricht das, dann könnte es relevant werden. Ansonsten sind Long-Positionen, Long-Varianten momentan ein bisschen kritisch zu sehen aufgrund der fehlenden Volatilität. Also jetzt am Abend würde ich da sowieso gar nichts mehr machen. Und über Long-Positionen muss man dann eben hier auch nochmal genauer drüber schauen, weil bricht das Vortageshoch, haben wir hier noch zwischenzeitlich ein paar Gaps offen, das Vorwochentief, einige Retracements, also noch Long ist der noch nicht. Und man sieht deutlich, der Abverkauf hat diese Woche seine Spuren hinterlassen. Und gerade auf dem Wochenchart sieht es hier sehr, sehr negativ, zumindest jetzt aktuell aus. Und von daher werden wir da jetzt noch keine Prognose dazu abgeben. Im DAX wird es auch davon abhängig sein, ob der Dow Jones hier das Ausbruchsetup macht. Aber jetzt erstmal keine Short-Position. Der Eurostoxx ist hier an der Tages-EMA 200 angekommen, Tages-SMA 200, also keine Short-Position erstmal. Aber für Long-Positionen reicht mir die Situation in den europäischen Indizes nicht aus. Da würde ich dann eher den Dow Jones bevorzugen. Was gibt es noch zu berichten? Nun, US-Dollar, Schweizer Franken gehen wir nochmal kurzfristig durch. Tja, die Long-Position war soweit, ja, in Ordnung. Lassen wir es mal so stehen. Hier gab es wenig Impulse. Das wird jetzt entweder rausgenommen oder übers Wochenende laufen gelassen, je nach Positionsgröße und Exposure. Alles in allem also hier momentan kein neuer Status. Euro-US-Dollar, auch da muss man sagen, ist ausgebrochen über die abwärts verlaufende Trendlinie, hat hier leicht bullische Impulse setzen können, aber es fehlte am Ende an Volatilität und damit wird nächste Woche letztendlich hier auch nochmal das Pullback relevant. 1,10,23.
Das wäre für mich nochmal ein Setup, das mit Qualität zu verbinden wäre. Letztendlich die Story der nächsten Tage wird ganz klar das britische Pfund sein. Das britische Pfund greift hier an, 1,57. Das ist ein klares Ausbruchsetup, hatten wir ja schon oft genug vorgestellt. Erinnert so ein bisschen an den Euro NZD, der sich zwar hier nicht ganz so positiv entwickeln konnte, aber das ehemalige Ausbruchsetup ist sehr zufriedenstellend gewesen. Also hier gab es zweimal fast 250 Pips zu holen. Jetzt erneut die Konsolidierung und mehr oder weniger, was hier jetzt macht, jetzt ist die Musik vorbei. Was relevant ist, ist einmal der Ausbruch und einmal der Pullback. Und genau das wird letztendlich im British-Pfund-US-Dollar relevant sein, bei der 1,57er-Marke. Das zum Ersten. Zum Zweiten natürlich noch British-Pfund-NZD, der sich hier immer weiter nach oben schiebt. Stichwort Ausbruchstrade Long. Aber auch da fehlt noch ein bisschen was. 150 Pips muss er hier machen, genauso wie das britische Pfund gegen den japanischen Yen auf dem Tageschart allerdings. Also diese Woche gab es keine Ausbrüche zu sehen. Nächste Woche ist hier durchaus die Chance da, dass wir dann mögliche Ausbrüche sehen. Und besonders im Fokus sind also britisch Pfund US-Dollar, britisch Pfund neuseeländisch Dollar und britisch Pfund japanisch Yen. Die übergeordneten Ausbruchsszenarien könnten hier zu Volatilität führen. Und das ist das, was momentan in den Sommermonaten knapp wird. Trotz oder gerade wegen den Temperaturen wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie die börsenfreien Tage. Wir hören uns natürlich dann Montag in alter Frische vorbereitet wieder. Und bis dahin sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.